So, ich sage schon einmal ein freundliches Hallo in die Runde. Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsrunde. Wir sind wie immer dabei, wenn es losgeht. Bevor es losgeht, hier noch ein bisschen Technik hin und her zu räumen. Kommt erstmal an, sucht euch einen schönen Stuhl in diesem Raum und dann geht es in wenigen Sekunden los. Okay, dann steige ich jetzt noch einmal offiziell ein. Herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Verantwortung übernehmen für gute Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Mathold Richter. Ich bin unter anderem wissenschaftspolitischer Sprecher unserer Grünen Landtagsfraktion im Landtag NRW. Wir haben uns für heute knapp 2 Stunden als Ziel maximal vorgenommen für diesen Austausch. Und ich freue mich sehr, dass ihr mit uns alle zusammen diesen, ja, eine erweiterte politische Mittagspause, will ich es mal nennen, verbringt. Ich muss zum Beginn der Veranstaltung erstmal darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und auch später online veröffentlichen werden. Das bedeutet, wenn ihr später, wenn das möglich ist, euch auch mit Wortbeiträgen an der Diskussion beteiligen möchtet, dann sehr, sehr gerne, seid ihr herzlich zu eingeladen. Aber dann müsst ihr euch darüber bewusst sein, dass man das möglicherweise irgendwann im Internet nochmal wiederfindet. Genau, das als organisatorische Vorankündigungen. Ich würde sagen, wir kennen, glaube ich, den inhaltlichen Rahmen dieser Veranstaltung. Wir haben im letzten Jahr sehr intensiv über das ganze Thema Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen diskutiert. Ich bin Hanna, war sicherlich ein Weckruf, weil als ich im Vorhinein überlegt habe, das als Weckruf zu bezeichnen, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, wie vielte Weckruf das jetzt eigentlich mal wieder war. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, es gab selten so eine breite Diskussion wie im letzten Jahr. Und ich freue mich, dass wir diese Diskussion hier und heute noch einmal aufnehmen und miteinander darüber sprechen, was passieren muss. Denn die neue Bundesregierung hat sich im Bereich Wissenschaftspolitik insgesamt ja durchaus einiges vorgenommen. Auch in Nordrhein-Westfalen stehen Landtagswahlen an, ich hoffe verbunden mit einem Regierungswechsel. Und da ist dann natürlich auch eine ganze Menge zu tun für die Wissenschaftslandschaft, gerade nachdem sie jetzt in den letzten 5 Jahren nahezu brach lag die wissenschaftspolitische Debatte. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass heute nicht ich die inhaltliche Einführung übernehmen werde, sondern eine ganz großartige Frau, eine tolle Parteifreundin, unsere Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin Mona Neubauer, die in der nächsten Legislatur ganz entscheidend die nordrhein-westfälische Politik insgesamt und damit natürlich auch unsere Wissenschaftspolitik mitprägen wird. Mona, ich freue mich riesig, dass du heute in dieser Runde uns einige Gedanken mit auf den Weg geben wirst. Ja, lieber Matti, liebe Teilnehmende an diesem Zoom-Webinar, passend zum Tag der Mädchen und Frauen in der Wissenschaft, finde ich ja auch, weil aus eigener Erfahrung meine beste Freundin war eine der prekär beschäftigten Nachwuchswissenschaftlerinnen hier an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Und für sie war es einfach unmöglich, über die Dauerkettenverträge als alleinerziehende Mutter meines Patenkindes in der Wissenschaft zu bleiben. Deswegen hat sie sich anders orientiert.
Und daran wollen wir was ändern. Also, vielen Dank für die Veranstaltung, vor allem, wenn ich das direkt zu Beginn sagen darf. Lieber Matti Bolte-Richter, du wirst nicht wieder antreten für den Landtag von Nordrhein-Westfalen. Und ich höre von allen Ecken und Enden, mit denen ich zu tun habe, egal ob es Wissenschaft, Forschung, Digitalisierung, Innovation ist, dass sie es sehr, sehr, sehr bedauern, weil die Zusammenarbeit mit dir auch außerhalb der Grünen sehr, sehr wertgeschätzt wird. Du gute Impulse aus dem echten Leben, aus den Sorgen und den guten Ideen, die da eben vorherrschen, immer in den parlamentarischen Raum getragen hast, als Parlamentarier auch immer draußen unterwegs warst und versucht hast, die Welten zu verbinden. Ich selber ganz persönlich bedauere es auch selber. Ich wünsche dir, und das weißt du, alles, alles Beste da oben dann in Schleswig-Holstein. Die brauchen ja auch gute Leute. So, also, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Referentin, liebe Freundinnen und Freunde, in der Einladung zu der Veranstaltung haben wir es ja bereits aufgeschrieben. Vier Fünftel aller Beschäftigten im Hochschulbereich sind lediglich befristet beschäftigt. Und jetzt kommt ein bisschen ein flacher Witz für die Geisteswissenschaftler unter Ihnen und uns. Und ich darf das sagen, weil ich selber Geisteswissenschaftlerin bin. Übersetzt bedeutet das nämlich, dass lediglich 20% der Hochschulbeschäftigten über einen abgesicherten Arbeitsplatz verfügen. Alle anderen sind in befristeten Arbeitsverträgen gefangen, die im krassesten Fall nur semesterweise, dafür aber jahrelang verlängert werden. Und das ist ein echtes Problem. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute hier jetzt zusammenkommen, die unterschiedlichen Perspektiven noch mal hören und uns darüber unterhalten, wie das besser werden kann und was dafür endlich getan werden muss. Ich freue mich auch, dass wir dazu eben gleich die Expertinnen hören werden. Und das hätte in meinen Augen der politischen Regelung in dem Bereich schon länger gut getan. Mal mit Expertinnen und Betroffenen reden, anstatt weltfern einfach daran festzuhalten, dass der Wissenschaftsbetrieb durch dauerhafte Arbeitsverträge verstopft wird, wie es das Bundesforschungsministerium im letzten Jahr in seinem Erklärvideo konstatiert hat. Das Brennglas Corona hat uns jetzt auch im Bereich der Wissenschaft doch nochmal gezeigt, wir brauchen in unserer modernen Welt mit den vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ein funktionierendes Wissenschaftssystem. Wir brauchen selbstbewusste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die entlang von Daten und Fakten und Erkenntnissen als diejenigen agieren im Bereich der öffentlichen Meinungsbildung, die sich einbringen, wissenschaftsbasiert Politik beraten, aber der Politik auch genau in der Rollenteilung dann die Aufgabe überlassen, daraus politische Schlüsse zu ziehen. Und dafür brauchen wir jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eben die drängenden Fragen beantworten. Wir brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die losgelöst von der ökonomischen Verwertungsmöglichkeit Forschung betreiben. Wir brauchen gute Leute in der Lehre, die auch in Pandemiesituationen einen schnellen Umstieg auf Online-Lehre wuppen können. Das alles ist schwer zu leisten, wenn man sich eben nicht sicher sein kann, ob im nächsten Semester überhaupt noch eine Beschäftigung an der Hochschule möglich ist, ob man noch in derselben Stadt bleiben kann, wie man wohl dann seine Miete zahlt, die Klamotten für die Kinder oder eben sich grundsätzlich fragt, oder ich lasse es besser mit den Kindern. Das ist eine Situation, das können wir als Gesellschaft nicht länger aushalten, wo wir uns ja bewusst dafür entschieden haben, aus der fossilen Energie auszusteigen und über das Zusammenwirken von Dienstleistungen, von auch Wertschöpfung durch Industrie, aber eben auch durch eine Wissensgesellschaft, die sagt, überall, wo in den Hirnen und Herzen der Menschen Potenziale sind, wollen wir den Bildungsbereich, den Wissenschaftsbereich, den Forschungsbereich stärken, dann kann das nicht enden an der Stelle, gute und sichere Arbeitsplätze an unseren Hochschulen auch zu ermöglichen. Wir brauchen ein starkes und wettbewerbsfähiges Wissenschaftssystem, weil es dann auch als Arbeitsort attraktiv sein kann. Für mich hängen gute Arbeitsbedingungen an Hochschulen, aber auch mit Gerechtigkeitsfragen zusammen. Also wenn sich die Hochschulkarriere nämlich nur jemand leisten kann, der mindestens im Notfall halt von den Eltern aufgefangen wird, dann schließt das viele Menschen aus. Und gerade in der Tradition von Nordrhein-Westfalen mit einem Wissenschaftsminister Johannes Rau, anno dann nochmal, der mit der Bochumer Uni quasi das Projekt begonnen hat, dass alle die Möglichkeit haben sollen, auch einen akademischen Karriereweg laufen zu können, stehen wir da auch in einer besonderen Verantwortung, die wir, finde ich, wieder ernst nehmen müssen. Und Menschen, die uns an den Unis fehlen, das sind Menschen, die eben nicht aus Elternhäusern kommen, wo die Akademikerkarriere als erstes im Sinn steht, wenn es um einen beruflichen Weg geht.
Und damit Hochschulen unsere vielfältige Gesellschaft endlich adäquat abbilden, müssen wir nicht nur die verschiedensten Menschen für ein Studium gewinnen, wir müssen diesen Menschen auch Vorbilder hinstellen, sodass sie sagen, hey, Moment mal, wenn die das geschafft hat und die das macht, ne, dann könnte ich das ja auch mit so einer akademischen Karriere. Das ist nicht ausreichend, aber das ist natürlich eine wichtige Entwicklung, die wir politisch unterstützen wollen als Grüne und unterstützen müssen als Gesellschaft. Wissenschaft muss auch vielfältiger werden und die Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes stammen aus einer Zeit, in der die Hochschulen als Orte für rumlümmelnde Faulenzerinnen gesehen wurden, in Anführungsstrichelchen. Das sollte das Gesetz bewirken, dass mal ein bisschen Tempo in die Karriereplanung gebracht wird. Und die letzte schwarz-rote Bundesregierung hat sich zwar vorgenommen, dieses Gesetz zu reformieren, hat es aber bei einer Ankündigung belassen. Und jetzt bin ich sicher, dass wir da von der Ampel in Berlin mehr erwarten können. Und ich freue mich über die entsprechenden Ankündigungen. Ich sage es aber auch klar, von Ankündigungen konnten wir die letzten Jahre nicht die Situation der Betroffenen verbessern und können das auch nicht, auch wenn jetzt Grüne in einer Ampelregierung beteiligt sind. Also wir erwarten, dass auch entsprechend gehandelt wird. Man muss aber gar nicht unbedingt bei Hochschulpolitik nach Berlin gucken. Die jetzige Regierung aus CDU und FDP hätte hier auch ohne Gesetzesreform aus Berlin aktiv werden können und selbst für Verbesserungen sorgen können. Dass das nicht passiert ist, muss ich hier jetzt nicht weiter erläutern. Das haben Sie und das habt ihr selbst erlebt oder erlebt es noch immer. Die Landesregierung ist leider wie so oft in den Worten stark, aber in den Taten schwach geblieben. Das möchten wir genau in diesem Jahr ändern. Wir haben als Partei, die nicht nur in der aktiven Hochschulpolitik vor Ort stark verwurzelt ist, sondern die auch eine klare hochschulpolitische Agenda hat, auch in der aktuellen Legislaturperiode aus der Opposition heraus viele gute Vorschläge gemacht. Ich habe es erwähnt, Matti Bolde hat geackert wie ein Pferd, sagt man, glaube ich. Und da ist vielleicht einfach auch interessant zu wissen, dass die SPD hier in Nordrhein-Westfalen sich häufig den Ideen, die Matti aus dem System in den Landtag getragen hat, nicht anschließen konnte. Und die Landesregierung, Sie wissen ja, wie sich es entwickelt hat, eben auch nicht. Wir streben an, nach der Landtagswahl in einer neuen Landesregierung an entscheidender Stelle mitzugestalten. Und für den Hochschulbereich haben wir uns da einiges vorgenommen. Denn es geht ja nicht nur darum, Regularien abzubauen und endlich Geld zu geben. Es geht um mehr Dauerstellen und um planbare Karriereverläufe. Es geht darum, dass die Beschäftigten auch endlich in den Hochschulgremien ordentlich mitbestimmen können müssen. Und es geht auch darum, studentische Hilfskräfte eine organisierte Personalvertretung und Tarifbindung zu verschaffen. Wir haben dazu in unserem Wahlprogramm viele, wie wir finden, kluge Dinge aufgeschrieben. Bin gespannt auf Ihre Bewertung. Heute möchten wir mit Ihnen und euch darüber sprechen, was aus Ihrer und eurer Sicht getan werden sollte. Leider ist hier schon maximaler Vorwahlkampf und ich kann nicht die ganze Zeit dabei bleiben, weil ich Anschlusstermine habe. Aber vielleicht bin ich an der Stelle insofern verzichtbar, weil heute der Raum für Sie als Fachleute bestimmt sein soll. Und weil Sie sich sicher sein können, dass die Bande zwischen Matti Bolte, Richter und Mona Neubauer so stark sind, dass er mir die wichtigen Dinge, die Sie ihm rückmelden und rückkoppeln, weitersagen wird, dass wir gemeinsam mit Ihrem Feedback dann dazu kommen, dass wir ab dem 15. Mai für eine bessere Hochschulpolitik in NRW sorgen. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Wunderbar. Ganz vielen Dank, liebe Mona. Zwischendurch bin ich etwas rot geworden, vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Vielen Dank auch für deine großartige Einordnung unseres Themas und hier jetzt weiter einen wunderbaren Vorwahlkampf. Und du kannst dir sicher sein, dass du alles, was in diesem Veranstaltung rauskommt, rüberkommt für die nächsten Jahre, dann mitkriegst und ich werde natürlich versprechen, dass du das dann alles umsetzt. Okay, also das ist das Schöne für Leute, die sich dann nicht nochmal um ein Mandat bewerben. Man kann immer Versprechungen machen und muss sie nicht selbst umsetzen. Das ist die beste Form von Politikerinnen und Politikern, wenn ich das so sagen darf. Die immer ein bisschen vorlaut sind und damit Motivator sind, besonders entschieden für die Interessen derer, um die es geht. Es geht ja nicht darum, dass die Grünen erfolgreich sind, sondern dass wir die Wirklichkeit für sie gestalten wollen. Und zwar besser, als sie jetzt ist, mit einer starken Regierungsbeteiligung ab Mai. Aber danke, Matti, es geht tatsächlich jetzt direkt weiter in den nächsten Termin.
Gute Diskussion, gute Erkenntnisse. Danke für Ihre Teilnahme, danke fürs Organisieren, lieber Matti, lieber Basti Fantasti, liebes Büro von allen, die hier mitwirken. Ich schweige jetzt. Vielen Dank, Mona. Wir gehen tatsächlich direkt weiter in unserem Programm. Und machen jetzt die erste Inputrunde. Wir haben uns das so vorgenommen. Es wird zunächst mal Inputs geben von Julia Löhr und Gabi Schulte. Dann machen wir eine erste Rückfragenrunde, falls zu dem Zeitpunkt Rückfragen da sind. Dann würden wir in einer zweiten Inputrunde weitermachen mit Christine Eichhorn und Bernadette Stolle und danach auch in die große Diskussionsrunde rein. Genau, das, dann wisst ihr, wie es weitergeht in unserem Programm und wir schalten jetzt wieder einmal hin und her und sehen Julia Löhr als erste Inputgeberin. Julia ist hauptamtliche Ansprechpartnerin der GEW NRW für Hochschulpolitik und du wirst uns eine erste Einführung geben und dafür hast du jetzt das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin ein kleines bisschen erkältet. Ich hoffe, das macht dem Ganzen jetzt keinen Abbruch, sonst müsste mich einfach mal kurz unterbrechen. Ich bin im Vorfeld gebeten worden, vor allen Dingen auf die Beschäftigungssituation der studentischen Hilfskräfte und auf die Vertretung der studentischen Hilfskräfte einzugehen und habe danach auch ein bisschen meinen Input jetzt gegliedert und am Schluss will ich noch kurz einen kleinen Ausblick wagen auf die Initiativen für den TV Stutt. Genau, wenn wir über die studentischen Hilfskräfte in NRW sprechen, vielleicht kurz zur Einordnung, über wen reden wir da eigentlich? Studentische Hilfskräfte arbeiten ja in der Regel, also sind in der Regel Bachelorstudierende, das heißt, sie haben in dem ihrer Hilfskrafttätigkeit zugeordneten Fach noch keinen berufsqualifizierenden Abschluss. Das ist sozusagen die Vorgabe. So sieht es der Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen vor. Und über wie viele sprechen wir da genau? Es ist immer ein bisschen schwierig, da an aktuelle Zahlen zu kommen, weil die einfach nicht in den amtlichen Statistiken auftauchen. Sie zählen nicht konkret zum Hochschulpersonal. Deswegen die einzig verlässliche Zahlen stammen tatsächlich noch von der großen Anfrage der SPD von 2018. Und da waren es knapp 38.000 studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte in NRW. Also eine Personengruppe, die allein von der Größe nicht zu verachten ist. Wie hoch ist so der Stundenlohn? In NRW bewegt er sich zwischen 9,65 Euro an der Hochschule Ruhr-West und 12,50 Euro an der Fachhochschule Aachen. Dabei muss man ein bisschen gucken, diese 9,65 Euro, die sind schon nicht mehr mindestlohnkonform. Der ist ja jetzt am 1. Januar wieder gestiegen. Das heißt, da wird mit Sicherheit noch eine Anpassung stattfinden. Aber überwiegend werden landesweit zwischen 10 und 11 Euro gezahlt. Und da gibt es auch keinen großen Unterschied zwischen Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Wichtig ist in dem Punkt, dass studentische Hilfskräfte eben nicht unter den Geltungsbereich des DVL fallen. Also es gibt zwar Richtwerte, aber eigentlich treffen die Hochschulen jeweils eigene Regelungen dazu. Und wenn man sich die Lohnentwicklung anguckt bei den studentischen Hilfskräften, dann gab es in den letzten Jahren schon teilweise deutliche Lohnsteigerungen, aber das liegt vor allen Dingen daran, dass sich die Löhne da auf einem sehr niedrigen Niveau bewegt haben. Also beispielsweise an der Hochschule Bochum ist man von 5,58 Euro auf 11,10 Euro hochgegangen. Also es gab fast eine Verdopplung. Ja, aber war auch deutlich angemessen bei 5,58 Euro. Wenn man auf die Mindestvertragslaufzeiten schaut, dann gibt es an vielen Hochschulen eigentlich gar keine Mindestvertragslaufzeiten. Wenn es welche gibt, dann liegen sie so zwischen 1 und 6 Monaten, obwohl 6 Monate schon echt lang sind. Also insgesamt ist es wirklich ein sehr kurzes Zeitfenster. Und sonst kann man allgemein noch sagen, dass natürlich auch die studentischen Hilfskräfte dem allgemeinen Arbeitsrecht unterliegen. Das heißt, sie haben Anspruch auf Urlaub, auf Lohnfortzahlungen, Krankheitsfall, auf Mutterschutz und Elternzeit. Die Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte sind ja leider mit der Novellierung des Hochschulgesetzes 2019 wieder optional gestellt worden. Das heißt, es ist nach wie vor, also das Gesetz ermöglicht nach wie vor die Wahl
aber alle anderen Merkmale der Ausgestaltung dieser Stelle legen dann die jeweiligen Grundordnungen der Hochschulen fest. Das heißt also sowohl die Anzahl der Mitglieder, die Amtszeit, die Wählbarkeit und gegebenenfalls auch Freistellung. Und das führt dann dazu, dass es in NRW ganz unterschiedlich geregelt ist. Also wenn man allein auf die Anzahl der VertreterInnen pro Hochschule schaut, dann reicht das von 2 Beauftragten beispielsweise für die gesamte Ruhr-Universität Bochum oder für die gesamte Universität Duisburg-Essen, während hingegen an der Uni Bielefeld jede Fakultät einen Beauftragten, eine Vertreterin hat und es nochmal einen zentralen Beauftragten plus Stellvertretung gibt. In der Regel kann man sagen, gibt es immer so 2 bis 3 Vertretungen pro Hochschule. Und auch bei der Vergütung macht sich das deutlich. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel werden an der TH Aachen für diese Vertretung 50% des BAföG-Höchstsatzes gezahlt, zuzüglich Aufschlägen für Krankenversicherung und Rentenversicherung. An der Ruhr-Universität Bochum gibt es eine pauschale Vergütung von 5 Stunden pro Woche. An der Uni Köln gibt es eine Freistellung von 2 Stunden pro Woche. Also es wird wirklich ganz unterschiedlich geregelt. Spitzenreiter ist die Uni Bonn. Die sagt einfach, diese Vertretung ist ein Ehrenamt. Entsprechend gibt es dafür gar nichts. Auch bei der Ausstattung dieser Vertretung zeigen sich ähnliche Unterschiede. Einige Hochschulen stellen den VertreterInnen tatsächlich Büro- und Beratungsräume zur Verfügung. Manche bieten sogar Büromaterial an. Aber auch da ist es zum Beispiel an der Uni Bonn so, dass gesagt wird, es ist ein Ehrenamt und ein Ehrenamt braucht dann auch kein Büro und braucht auch kein Budget. Ja, noch kurz die Amtszeit, also vielleicht zur Amtszeit, die beträgt häufig 1 Jahr, nur mit Ausnahmen sind es 2 Jahre. Und insgesamt kann man sagen, dass in NRW die Einführung ganz unterschiedlich schnell vonstatten gegangen ist, aber mittlerweile konnten eigentlich an fast allen Hochschulen diese Stellen eingerichtet werden. Also sie stehen zumindest in der Grundordnung drin. Einige Stellen sind immer noch vakant, da ist es immer ein bisschen schwierig zu sagen, warum. Also gab es keine KandidatInnen, wurde vielleicht die Wahl gar nicht so bekannt gemacht, gab es überhaupt eine Wahl, das ist ganz unterschiedlich. Bei den Aufgaben der Vertreterin ist es so, dass sie unter anderem überwachen sollen, ob bei der Auswahl und Beschäftigung von studentischen Hilfskräften das geltende Recht beachtet wird. Sie sollen auf angemessene Gestaltung der Arbeitsbedingungen hinwirken und natürlich auch Beschwerden von Betroffenen aufnehmen. Das sind so die Hauptaufgaben. Aber es gibt eben keine Festlegung von Verfahrensabläufen und es gibt keine gerichtliche Durchsetzungsmöglichkeit. Die VertreterInnen verfügen eigentlich kaum über die Mittel, die Interessen der Hilfskräfte tatsächlich gegenüber der Leitungsebene durchzusetzen. Und das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist, Überzeugungsarbeit zu leisten und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und hinzu kommt, das habe ich ja eben schon erwähnt, dass sie seit der Novelle des Hochschulgesetzes wieder optional sind. Das heißt, werden sie zu unbequem, können sie auch wieder abgeschafft werden. Und es gibt, das hatte ich auch schon gesagt, keine gesetzlichen Vorgaben, was die Ausstattung oder was die Freistellung betrifft. Man muss aber auch sagen, dass diese optionale Stellung jetzt erstmal nicht dazu geführt hat, dass die SHK-Vertretungen reihenweise wieder abgeschafft worden sind. Also es gab zwar an der Uni Münster Debatten dazu und auch die Hochschule Rhein-Waal, die prüft diese Abschaffung, aber es gab jetzt nicht den großen Trend, dass da reihenweise wieder SHK-Vertretungen abgeschafft worden sind. Das mag aber auch daran liegen, dass die Vertretungen einfach nicht die Mittel haben, tatsächlich auch wirklich unbequem zu werden. Ne? Sie kommen so ein bisschen als zahnloser Tiger daher oder vielleicht eher als zahnlose Katze. Und eine Korrektur des Gesetzes und vielleicht die erneute gesetzliche Festschreibung dieser SAK-Vertretung wäre in dem Sinne hilfreich, damit sie einfach in Ruhe arbeiten können, ohne dann immer Gefahr zu laufen, direkt auch wieder abgeschafft zu werden, wenn sie unbequem werden. Und eine Korrektur des Gesetzes könnte dann auch dazu führen oder zumindest festlegen, dass es eine Mindestanzahl von VertreterInnen pro Hochschule gibt, dass es vergleichbare Ausstattungs- und Freistellungsmerkmale gibt, damit einfach überall in NRW eine vergleichbare gute Arbeit möglich ist. Ich glaube schon, dass eine Nachsteuerung an dieser Stelle sehr wichtig ist und dass man das eben nicht den Grundordnungen überlassen sollte, wie das ausgestaltet wird, weil dann kommt es genau zu der Situation, die wir jetzt gerade haben. Und man könnte dabei zuletzt natürlich auch über eine Erweiterung der Kompetenzen dieser VertreterInnen nachdenken. Ganz zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf den TV Stutt.
Im Nachgang zur Tarifrunde der Länder im vergangenen November bereiten sich jetzt eigentlich bundesweit die TV-Stutt-Initiativen auf die von der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder in Aussicht gestellten Gespräche zu den Beschäftigungsbedingungen vor. Und es gibt eine von der GEW und von Verdi mitgetragene Umfrage unter den Beschäftigten, um einfach weitere Auskunft über die Beschäftigungsbedingungen der SAK bekommen zu können und um auch den Strukturaufbau vor Ort zu unterstützen. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt insgesamt an 8 Standorten bereits eigene TV-Stutt-Initiativen. Die haben sich auch schon im November an den Bahnstreiks beteiligt, die haben Solidaritätsstreiks mitgemacht. Und da müssen wir nun einfach schauen, wie sich das Thema entwickelt und auch welchen Zulauf diese Initiativen dann haben werden, wie wir da Druck aufbauen können. Genau, soweit zunächst. Jetzt mache ich erstmal meinen Punkt. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns bist, dass du uns mit diesem Input bereichert hast. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Input von Gabi Schulte, spricht hier heute für Verdi und den Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung an den Hochschulen. Ihr seht, es ist uns wichtig gewesen, bei der Planung dieser Veranstaltung auch wirklich alle Statusgruppen abzudecken, weil es eben ein großes Ganzes ist, über das wir miteinander sprechen wollen. Und deswegen, liebe Gabi, freue ich mich sehr, dass du hier bei uns bist und uns jetzt auch einen Input mit auf den Weg gibst. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Und erstmal natürlich hat Frau Neubauer recht, es ist schade auf jeden Fall, Matti, dass du gehst, weil du ein Garant warst dafür, auch mit uns zu sprechen. Und jetzt komme ich auf mit uns, damit meine ich jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung an den Hochschulen. Denn auch vorhin beim Statement von der Frau Neubauer konnte man sehen, das in den meisten Köpfen immer herumgeht, wenn man sagt, ich arbeite an einer Hochschule. Ja, was lehrst du denn? In welcher Fakultät bist du denn? Was unterrichtest du denn? Aber ich muss sagen, die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, 30 an der Zahl, dort sind circa 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung beschäftigt, die leicht vergessen werden. Ich meine, ich sage immer so ein bisschen flapsig, ein Lehrender kann keine Veranstaltung machen, wenn Licht aus ist. Wenn der Hörsaal nämlich kein Licht hat und die Toiletten nicht funktionieren, dann macht das überhaupt gar keinen Spaß und das wird auch nicht funktionieren. Das ist im Prinzip das, was eigentlich die Mitarbeiter in Technik und Verwaltung garantieren, nämlich den Service. Die Basis, also ich meine, viele Menschen wissen es einfach nicht, wie viele Berufsgruppen an Hochschulen tätig sind. Wir hatten also unlängst eine Veranstaltung, ganz vergessen, du hast gesagt, ich vertrete Verdi heute, habe aber auch 25 Jahre Erfahrung als Personalratsvorsitzende und hinterher noch als Geschäftsführung der Landespersonalrätekonferenz. Also ich bin ehrenamtlich für Verdi tätig, wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Wir haben so viele Berufsgruppen, das wissen die meisten Menschen überhaupt nicht. Das fängt an beim IT-Fachmann, das fängt an über den Feinmechaniker, den Galvaniseur, den Hausmeister, die Sekretärin, die Sachbearbeitung, der ITler. Also ganz, ganz, ganz viele Berufsgruppen, die an Hochschulen tätig sind. Es gibt über den Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter auch verständlicherweise, ich kann das absolut nachvollziehen, was die prekäre Situation der Kolleginnen und Kollegen in Wissenschaft angeht, das ist schon mehr als hart an der Grenze. Dazu gibt es einige Studien auch. Bezogen auf das MTV-Personal hat es Gott sei Dank die TU Berlin federführend mit dem Ulf Banscherus 2017 geschafft, die erste wissenschaftlich belegte Studie über die Arbeitsverhältnisse und Arbeitssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung aufzulegen, nachzulesen, auch bei der Hans-Böckler-Stiftung veröffentlicht. Also für jeden, den es interessiert. Anhand dieser Studie kann man schon sehen, dass der Arbeitsplatz Hochschule, wie soll man sagen, sehr viel Luft nach oben hat, was Verbesserungsmöglichkeiten angeht. Die Erkenntnisse zeigen, und das belegt sich hinterher auch im DGB-Hochschulreport aus 2019, dass Hochschulen keine guten, also das ist jetzt sehr pauschal, das müsste man natürlich nochmal auseinandernehmen, aber keine guten Arbeitsbedingungen für das MTV-Personal bieten. Insbesondere im DGB-Hochschulreport ist klar geworden, dass die Entwicklungsmöglichkeiten,
die Chancen weiterzukommen, die Einkommensverhältnisse von vielen sehr, sehr kritisiert werden. Was immer mitschwingt, ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, das ist vielleicht ein bisschen abgeschmackelt, das Wort, aber es passt trotzdem immer noch, ist wirklich eine mangelnde Wertschätzung dieses Services. Also es ist für alle immer klar, liegt es an, ja? Also es geht ja auch nicht darum, dass man jeden Tag gesagt kriegt, boah, wie super bist du, dass du Licht anmachen kannst oder dass du als Elektriker dafür sorgst. Aber die grundsätzliche Wertschätzung dieser Statusgruppe an den Hochschulen, da mangelt es nach wie vor. Das zeigt sich jetzt nicht nur im Geld natürlich, das zeigt sich eben halt auch in der Art, wie wir miteinander umgehen. Das ist nach wie vor ein Problem, da hat sich in den letzten Jahren nichts geändert und auch unsere Kritik, die immer wieder daran geübt wird, sei es Verdi, sei es die LPK, interessiert die Politik schon, euch schon, aber das verantwortliche Ressort überhaupt nicht. Also der Zugang der Arbeitnehmervertreter, das gilt auch für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, zum MKW ist gleich null. Also es besteht wirklich kein Interesse daran, sich da in den Punkten mit uns auszutauschen. Wie gesagt, da hat sich nichts dran geändert. Das ist immer noch die aktuelle Situation, die jetzt aber noch ein bisschen schlimmer wird. Die wird nämlich schlimmer. Wir haben ja gerade die Bemühungen um TV Stutt gehört. Die wird schlimmer, weil die Spreizung zwischen den Einkommensmöglichkeiten im TVÖD und dem TVL nach der letzten Tarifrunde schlimmer wird. Das heißt also, es gibt Einkommensunterschiede zum Teil zwischen 100 und 300 Euro. Also wenn du jetzt einen ITler in Entgeltgruppe 13, Stufe 4 bezahlen willst, dann bietet die Kommune schlichte 300 Euro mehr. Mal abgesehen davon, dass du bei einem stufengleichen Aufstieg auch sofort in die gleiche Stufe kommst, wenn du höher gruppiert wirst. Und wir konkurrieren natürlich nicht nur mit dem TVÖD, sondern auch mit der Industrie. Das führt dazu, dass an den Hochschulen immer mehr, und das sagen auch die Arbeitgeber, die Dienststellenleitung, also insbesondere bei den HAW ist das ein zunehmendes Problem, überhaupt gar keine Leute mehr kriegen. Fachkräftemangel ist in aller Munde natürlich, das ist jetzt kein individuelles Problem für die MTVler an den Hochschulen, aber es wird zunehmend ein Problem und es wird zunehmend zu Belastungen für diejenigen, die da sind. Also wenn man 3-4 Mal ausschreiben muss und trotzdem niemanden kriegt, muss die Arbeit trotzdem irgendwie weitergemacht werden. Und das mit der Perspektive, mich nicht qualifizieren zu können, mich nicht weiterentwickeln zu können, nicht mehr Geld zu kriegen, ist nicht gerade spaßig und, glaube ich, wird den Hochschulen auch auf die Füße fallen. Jetzt die Frage natürlich, die Julia ja auch gerade beantwortet hat, was können wir denn jetzt tun? Also ich meine, jetzt schildere ich hier aus meiner Sicht zumindest eigentlich eine fast bekannte Situation seit Jahren, an der bislang nicht wirklich viel getan worden ist und die sich jetzt noch zuspitzt durch die Entwicklung im Tarifrecht. Also ich meine, wir sollten Politik, Gewerkschaften und Hochschulleitungen wirklich irgendwie gemeinsam überlegen, welche Möglichkeiten hat man, dieser Spreizung entgegenzuwirken. Das ist ein generelles Problem des öffentlichen Dienstes, aber wir sprechen heute über die Hochschulen, die unter dem TVL jetzt wirklich knabbern müssen. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass die Landesrektorenkonferenzen sensibilisiert werden für die Tatsache, dass Hochschulen nicht nur Wissenschaftsschmieden und Forschungseinrichtungen sind, sondern auch Arbeitgeber. Das ist irgendwie nach wie vor nicht in den Köpfen der meisten Leitungen auf wissenschaftlicher Ebene, wie zum Beispiel das Thema duale Ausbildung. Ja, viele Hochschulen bilden aus, aber eigentlich nebenbei. Anstatt dann das wirklich fundiert zu machen und die Leute für sich zu halten, wandern die teilweise ab, weil sie befristete Verträge kriegen. Die ist übrigens im MTV-Bereich auch doppelt so hoch wie im Rest des öffentlichen Dienstes, die Befristung. Das ist dringend etwas, wo man dran muss. Ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen eine Qualifizierungsoffensive im Zusammenhang mit den Anforderungen der Digitalisierung. Eine gute Chance könnte der Vertrag gute Beschäftigungsbedingungen bieten, den wir ja gerade mit dem MKW und den Arbeitgebern diskutieren. Also welche Standards kann man da zum Beispiel setzen im Zusammenhang mit Qualifizierung? Stärkung dualer Ausbildung habe ich schon gesagt. Was mir nochmal wichtig ist, und damit würde ich dann in der Tat auch schon schließen, was ich vorhin sagte, dieses Miteinander, also dieses, wie kriegen wir das besser hin, wie kriegen wir einen besseren Respekt füreinander hin. Ich will ein schlechtes Beispiel nennen und dann daraus schließen, wie kann man es besser machen.
Wenn also eine Hochschule einen monatlichen Newsletter rausbringt, was ja schon mal jetzt gut ist, ne? Also finde ich gut, nicht ein Satz zum MTV-Bereich. Nur wissenschaftliche Berichte, wer eingestellt wird, wer was weiß ich was wird. Alles gut, alles schön, soll so sein. Finde ich respektlos gegenüber demjenigen, die den Laden auch am Laufen halten. Das sind ganz einfache Sachen, wo man zeigen könnte, dass diese Statusgruppe auch eine Bedeutung für den Gesamtladen hat, dass Hochschule immer alles ist und nicht nur der Bereich der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Professorenschaft. Ich gucke auf meinen Spickzettel. Das ist im Grunde das, was ich als Input beitragen wollte. Und vielen Dank, dass ihr das mit berücksichtigt. Ja, ganz herzlichen Dank für deinen Input, Gabi. Auch nochmal vielen Dank an Julia. Wir können jetzt in eine erste Rückfragerunde gehen. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt an dieser Stelle. Ich muss zugeben, dass ich eben einmal nachgucken musste, was denn Grabungstechnik eigentlich genau ist. Das mit der Glasbläserei, das wusste ich. Aber das mit dem genauen beruflichen Profil der Grabungstechnik musste ich tatsächlich eben einmal kurz schauen, was da passiert. Ja, ich würde vielleicht doch einmal die Gelegenheit nochmal nutzen. Also ich fand, Gabi, als wir vor einiger Zeit uns schon mal an anderer Stelle ausgetauscht haben, ist wirklich überraschend bis schockierend, wie hoch auch die Befristungsquote im MTV-Bereich ist, weil das ist nun wirklich durch eigentlich gar nichts zu rechtfertigen, jedenfalls in dieser Größenordnung. Und das, muss ich sagen, hat mich schon etwas schockiert. Die Frage ist, du hast jetzt gerade so mit diesem Newsletter und eben auch diesen Bereich, den MTV-Bereich stärker nochmal auch in Pflicht der Hochschulöffentlichkeit zu rücken, hast du schon so ein bisschen so eine Idee hier reingebracht. Was würdest du denn sagen, was können wir insgesamt noch darüber hinaus tun, um gerade im Bereich Wertschätzung und eben auch Sichtbarkeit des MTV-Bereichs an den Hochschulen noch stärker aktiv zu werden? Naja, im Grunde genommen habe ich gerade schon Beispiele genannt. Also was ich wichtig finde, die Hochschulen sagen von sich selber, und ich habe jetzt auch nicht Zweifel, dass zahlreiche Hochschulen das haben, dass sie eben halt sich sehr stark mit dem Thema Personalentwicklung auseinandersetzen. Das müssen sie, das ist einfach zwingend in der Zeit, in der wir leben. Ich habe nur ehrlich gesagt ein bisschen Zweifel dran, ob das wirklich auch dann hinterher mit Erfolg gekrönt ist. Wie mache ich das genau? Also wie gucke ich, ob ich Personal weiterentwickeln kann? Ich spreche jetzt nur von den MTVlern. Wie gehe ich auf die MTVler zu? Also wie kann ich zum Beispiel auch Menschen in Handwerk und Technik Chancen bieten, sich weiterzuentwickeln? Also ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten an meiner alten Hochschule einen jungen Mann, der neben dem Job einen Bachelor gemacht hat in Elektrotechnik. Der hat weder Freizeit dafür gekriegt, noch hat er sonst was dafür gekriegt. Der hat das nebenberuflich gemacht und das Ergebnis war, dass er die Hochschule verlassen hat, weil sie ihm keine Perspektive geboten haben. Ich finde das sträflich. Das hat jetzt was auch mit Eigennutz für die Hochschule zu tun, aber auch mit dem nach außen getragenen Wert dieser Menschen. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was man machen muss. Und ich finde so Kleinigkeiten, da gibt es schon gute Ansätze. Also ich weiß von meiner Ex-Hochschule, da wird ein Sommerfest gemacht, da kriegen dann die MTVler auch mal 3 Stunden frei und dürfen dran teilnehmen. Ne? Meine, da kann man jetzt natürlich sagen, warum nur 3 Stunden? Aber das sind gute Ansätze. Gute Ansätze, dieses Wir-Gefühl entstehen zu lassen. Man trennt ja MTVler, Zuständigkeit hat der Kanzler, Wissenschaftsbereich, Zuständigkeit der Rektor. Eine bessere Gemeinsamkeit in dem Punkt nach außen. Also ich sage mal, wenn ich bei einer Personalversammlung, habe ich mein Leben lang nur den Kanzler eingeladen. Ich würde es heute vielleicht anders machen, um einfach die Gemeinsamkeit besser zu betonen. Das sind jetzt alles Kleinigkeiten. Also natürlich kann man Programme auflegen. Ja, also auch das ist eine Möglichkeit, ein Programm aufzulegen an der Hochschule. Welche Gemeinsamkeit können wir betonen? Ich gebe ein weiteres Beispiel, was wir besprochen hatten mal mit einer Vertretung, einer Kanzlervertretung einer Hochschule. Wir haben ein Grundstück auf der Hochschule, das wollen wir bepflanzen. Lasst uns jetzt eine gemeinsame Aktivität starten. Leute können sich melden, Nichtwissenschaftler, Wissenschaftler, völlig egal. Wie bepflanzen wir gemeinsam dieses Grundstück? War der Vorschlag einer Kanzlerin. Ist vielleicht auch eine Kleinigkeit, ist trotzdem
wie soll man sagen, bildend, also soll dazu beitragen, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Das fehlt einfach. Und du kannst es auch nur in Grenzen machen, Matthias. Also ich meine, du kannst nicht in die Köpfe der Menschen reingucken. Wenn du in einer Fakultät einfach Leute hast, die so mit sich selbst beschäftigt sind, dass ihnen völlig egal ist, was die Sekretärin macht, dann wirst du das wahrscheinlich durch übergeordnete Maßnahmen nur auf lange Sicht ändern. Ja, danke schön. Ich würde die Julia, dir nochmal eine Nachfrage gerne stellen. Und zwar, du hattest vorhin das Thema der SHK-Vertretung ja erwähnt. Und ich sage mal, auch im Gespräch, du hast es auch ein bisschen angedeutet bei dir und im Gespräch auch mit Hochschulleitungen kommt dann immer wieder so ein, naja, also eigentlich müssten wir die SHK-Vertretung ja nicht so richtig ernst nehmen, weil es finden sich nicht so viele Kandidierende dafür, teilweise können wir sie nicht besetzen, solche Geschichten. Müssen wir denn tun, aus deiner Sicht, damit wir die SHK-Vertretung nicht nur insgesamt stärken und stärker verrechtlichen beispielsweise, sondern eben auch insgesamt das Interesse und die Funktionsfähigkeit dieser Vertretung nochmal zu stärken? Ja, ich glaube, dass generell erstmal eine Vereinheitlichung eine landesweite helfen würde. Ne? Also wenn klar ist, dass immer ab einer bestimmten Größe oder Anzahl an Beschäftigten so und so viele VertreterInnen zu wählen sind, dann wäre das schon mal ein großer Fortschritt, auch wenn man sie passend ausstattet. Also ich meine jetzt einen Raum für Beratungsgespräche und einen Computer, das ist jetzt kein Luxus, um da ordentliche Vertretungsarbeit irgendwie zu leisten. Aber solange es noch möglich ist, wie an der Uni Bonn zu sagen, das ist ein Ehrenamt und seht mal zu, wie ihr was überhaupt macht, braucht man sich nicht wundern, wenn auch kaum ein studentischer Beschäftigter überhaupt diese Vertretungsmöglichkeit kennt. In Bonn haben wir die Situation, da können eigentlich 8 Mitglieder in gewählt werden als VertreterInnen. 3 haben sich gefunden. Also da muss man sich auch nicht wundern, wenn es überhaupt gar keine Vergütung, keine Freistellung, keine Entlastung gibt, dass sich auch niemand findet, der diesen Posten gerne übernimmt. Also von daher, wenn es da eine Einheitlichkeit gäbe, und auch eine Pflicht. Wir haben bei ganz vielen SAK-Vertretungen das Problem, dass sie erstmal sich bekannt machen müssen an den Hochschulen, weil ihnen keine Mailverteiler der studentischen Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden, weil auch die Uni selbst nichts dafür tut, zu sagen, wir haben jetzt hier eine Vertretung. Also all das sind ja so grundsätzliche Sachen, wenn erstmal bekannt werden würde, das sind die VertreterInnen und da könnt ihr Kontakt mit ihnen aufnehmen. Sie haben teilweise nicht mal eine Funktionsadresse. Das sind auch ganz viele Kleinigkeiten, die aber in der Arbeit, in der Interessenvertretung sehr helfen würden. Ja, vielen Dank. Dann geht es jetzt weiter im Programm. Wir sehen Julia und Gabi, euch beide. Vielen Dank. Wir sehen euch gleich wieder im zweiten Block in der Diskussion. An dieser Stelle erstmal einen ganz herzlichen Dank an Michael Basten, der hier die Veranstaltung technisch betreut und euch immer hin und her schaltet. Und wenn ihr etwas seht, dann tut mich, dass sich etwas verändert auf eurem Bildschirm, dann ist Michael dafür verantwortlich. Und auch vielen Dank an Michael Kersten für die inhaltliche Vorbereitung der Veranstaltung. Und es geht jetzt weiter. Und zwar geht es jetzt weiter mit Christine Eichhorn. Sie sind Dr. Christine Eichhorn. Sie sind an der Universität Stuttgart am Institut für Literaturwissenschaften, Abteilungsleitung Neuere Deutsche Literatur und vorher auch an der Uni Paderborn, das heißt also mit dem klaren NRW-Bezug. Und Sie sind vor allem hier als Mitinitiatorin von Ich bin Hanna, diesem Hashtag, diesem Aufruf, der damit verbunden war. Wir erinnern uns da sicherlich an die Debatte im vergangenen Jahr. Der Aufhänger war ein Erklärvideo des damaligen Bundesforschungsministeriums,
zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz, in dem eine Hanna als Doktorandin der Biologie im Dreijahresvertrag die Hauptrolle spielte. Und darin wurden dann eben die zeitlichen Befristungen, die immer wieder Kettenbefristungen im Wissenschaftsbereich damit begründet, dass sonst eine Generation den Apparat verstopfen würde. Und nicht nur an dieser seltsamen Wortwahl hat sich dann ein massiver Protest entzündet. Und vielen Dank, dass Sie mit das initiiert haben, dass es für dieses wichtige Thema die große Aufmerksamkeit gab. Und ich freue mich jetzt sehr auf Ihren Input. Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Wie Sie schon zu Recht gesagt haben, ist mir NRW alles andere als fremd. Insofern kann ich, glaube ich, auch ganz gut noch die Perspektive hier auch auf die Landessituation ein bisschen einnehmen, weil das noch nicht so lange her ist. Ja, und Sie hatten ja auch schon gesagt, ich bin zurzeit auf einer Professurvertretung, also auch sehr schön genau in der Mitte dieses Problems, dass man eben irgendwo dazwischen hängt und noch keine richtige Perspektive hatte. Ja, ich spreche heute zu Ihnen als Vertreterin des von Hashtag Ich bin Hanna, dieser Initiative, die wir im Sommer 2021 gestartet haben. Es war ein Projekt zusammen mit Amrei Bahr und Sebastian Kubon. Und ja, ich werde auch heute wieder, glaube ich, sehr viel Problemschilderung machen. Ich habe überlegt, ob ich jetzt Vorschläge mache, wie man es besser machen kann. Aber ich glaube, die lassen sich besser daraus ableiten. Und gerade wenn man jetzt überlegt, dass es ja, wie vorhin schon angesprochen, auch irgendwie Aufgabe der Politik ist, rauszukriegen, wie man das jetzt lösen soll, glaube ich, ist das keine so falsche Sache. Genau. Also was sind eigentlich unsere Probleme? Ich fand es ganz schön, dass Frau Schulte eben schon gesagt hat, Hochschulen sehen sich nicht als Arbeitgeber. Und ich glaube, dieses Problem, das haben wir als aus Sicht der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Ja, also es ist wirklich sehr schwierig, wenn man mit Verantwortlichen spricht, denen überhaupt klarzumachen, dass es größtenteils über Angestellte sind, über die wir hier reden, weil Hochschulleitungen häufig doch nur die Beamten im Blick haben und dann irgendwie auch Sachen oder auch Vorgesetzte dann irgendwelche Regelungen übertragen, die eigentlich gar nicht gelten. Und das ist sehr, sehr schwierig, da überhaupt erstmal Verständnis für diese Situation, dann wenn es an die Details geht, auch die rechtlichen Details dahin zu bekommen. Grundsätzlich ist es so, wir haben, das wurde ja auch schon angesprochen, natürlich zu viele befristete Stellen in der Wissenschaft, das ist gar keine Frage und die wird eben aus zwei Quellen begründet, nämlich einerseits darüber, dass die Leute sich vermeintlich in der Qualifizierung befinden, manchmal auch wirklich, das ist dann immer die Frage, also das ergibt sich so aus dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Oder es ist eben Projektfinanzierung. Ja? Gelder sind nur befristet und damit kann man eben die Leute nicht auf Dauer anstellen. Und daraus ergibt sich die Situation, dass alle, die keine Professur auf Lebenszeit haben, das muss man jetzt auch schon wieder so sagen, eigentlich nur als Nachwuchs gelten. Ne? Dieser Begriff, der zwar kaum noch oder oft nicht mehr verwendet wird jetzt, aber dann ist eben die Rede von jungen WissenschaftlerInnen oder irgendwas in dieser Art und Weise. Und man sich die Leute anguckt, ja, manche sind halt Mitte 40. Es gibt auch 54-Jährige oder so, die da noch auf irgendwelchen befristeten Stellen hängen, die dann nicht mehr in der Qualifikation sind, sondern auf irgendwelchen Projektstellen oder Vertretungen oder keine Ahnung was. Aber das sind keine jungen Leute, sondern das sind spätestens nach der Promotion erfahrene, eingearbeitete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hängt vom Fach ein bisschen ab, ne, wie viel man da schon mitbringt, aber im Großen und Ganzen geht es ja um eine Gruppe von Leuten, die natürlich in ihrem Fach irgendwie gestanden sind, die Berufserfahrung haben, die seit 10 Jahren oder wer weiß wie lange Studierende unterrichten. Also die mit den Studierenden dann in einen Topf zu werfen, als wären das alles Auszubildende, das ist natürlich ein großes Problem. Das ist aber auch ein rechtliches Problem und so ein landesrechtliches Problem. Und da ist eben auch dann eine Handhabe, glaube ich, für die Landespolitik. Denn dass wir nur Professorinnen und Professoren als die vollen Rechteinhaber kennen, ist ja eine Sache, die auch in den Hochschulgesetzen so drinsteht. Also wenn man, es gibt ja bei manchen Entscheidungen immer noch die Professorenmehrheit und solche Dinge, dass eben diese Gruppe dann Dinge entscheiden kann, unabhängig von den anderen Gruppen, die da noch drin sind. Das ist natürlich ein Problem. Also nur die sind eigentlich die richtigen Wissenschaftler und erst wenn man das geschafft hat, dann ist man da. Wir haben auch in letzter Zeit ja auch immer mehr befristete Professuren. Das ergibt sich so ein bisschen zum Teil aus dem Tenure-Track, zum Teil aber auch dadurch, dass einfach Professuren mal auf 5 Jahre ausgeschrieben werden, weil man da zufällig noch irgendwo Gelder hatte. Das heißt, man muss auch sagen, dass die Gruppe der
Professorinnen und Professoren sich auch nochmal aufspaltet, jetzt irgendwie eine Gruppe derer, die es geschafft haben und derer, die irgendwie immer noch prekär sind. Also da muss man auch sehen, dass da sich noch eine ganze Menge Probleme abzeichnen. Grundsätzlich haben wir immer noch sehr starke Hierarchien und Abhängigkeiten, was eben sich daraus ergibt, dass diejenigen, die Vorgesetzten sind, sind in der Regel auch BetreuerInnen von Promotionen, von Habilitationen und die entscheiden natürlich über ihre Gremienstimmen dann ganz wesentlich mit über die Rahmenbedingungen, unter denen dann eben auch gearbeitet, geforscht und gelehrt wird. Diese Machtkonzentration, das kann man jetzt natürlich auch immer wieder an einigen Fällen sehen, die begünstigt auf der einen Seite natürlich Seilschaften. Ne? Das ist einfach, dass man sich überlegt, was sage ich denn zu meinem Vorgesetzten, ne? dass ich den irgendwie auf meiner Seite behalte. Sie begünstigt aber natürlich auch Machtmissbrauch. Es ist ja klar, wenn ich als Vorgesetzte irgendwie alle Entscheidungsmacht habe und mich dann um nichts mehr kümmern muss und alle anderen sind abhängig von mir, dann muss ich mich natürlich, dann kann ich natürlich machen, was ich will. Und im Zweifelsfall, wenn die Leute das eben nicht machen, dann drohe ich ihnen, dass ich ihre Verträge nicht verlängere oder irgendwie sowas. Also das ist relativ naheliegend. Hierarchische Systeme tendieren zu der Begünstigung von Machtmissbrauch. Da müssen wir nicht in die katholische Kirche gucken, da können wir bei uns selber anfangen. Genauso ist dann natürlich auch eine Begünstigung von unredlichem wissenschaftlichen Verhalten. Also ne, solche Dinge, die eigentlich die DFG mit ihrer Handreichung da ausfiltern will, dass eben zum Beispiel Autorschaft auf einem Paper steht, die eigentlich nicht, weil jemand nichts gemacht hat, sondern der dann nur draufsteht, damit das Paper irgendwie nochmal aufgewertet wird oder ein Drittmittelantrag bessere Erfolgschancen hat, da werden natürlich auch Namen draufgeschrieben, die eigentlich gar nicht, wo die Leute nicht beteiligt sind. Und da kann man natürlich schön sagen, ja, wir machen Selbstverpflichtungen, aber de facto wird das Problem auch hier ein strukturelles, die Abhängigkeitsbeziehungen und dass eben bestimmte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weniger zählen als andere, das ist letztlich das, was dazu führt, dass wir auch solche Phänomene nicht wirklich aus der Welt schaffen können. Genau, alle Personen in der Wissenschaft, kann man eigentlich auch sagen, sind dauerüberlastet. Das gilt für die Professorinnen und für Professoren meistens auch, ne? Weil aber auch darunter, es wird ja bekanntlich sehr, sehr viel Vollzeitarbeit auf Teilzeitstellen geleistet. Das gilt umso mehr natürlich, als jetzt auch aus dem Zukunftsvertrag wieder mehr Hochdeputatstellen entstehen. Das ist unterschiedlich, ne? Wie an den einzelnen Hochschulen, was da gemacht wird. Aber die ist man eben dann ganz, ganz viele Semester, Wochenstunden auf eine halbe Stelle packt, weil eine volle Stelle gar nicht zumutbar ist. Dann gibt es ja diese Statistiken, dass so 13 Stunden vor der Promotion und 10 Stunden nach der Promotion in der Woche Überstunden gemacht werden, die nie irgendjemand bezahlt. Es gibt ja auch keine Zeiterfassung, das sind ja alles nur Befragungen. Das sind alles so systematische Probleme, dass also schon eingepreist wird, dass Leute auf Teilzeitstellen mal einfach mehr arbeiten. Das ist also, ohne das funktioniert das System auch gar nicht. Alle sind also dauerhaft am Limit und dauerhaft darin beschäftigt, irgendwie ihr Überleben zu sichern. Und dass das nicht im Sinne der Wissenschaft ist und schon gar nicht im Sinne auch der Studierenden und der Lehre, ich glaube, das liegt auch auf der Hand. Also man hat ja gar keine Zeit, Lehre zählt dann ohnehin vielleicht auch nicht so viel, wenn man weiterkommen in der wissenschaftlichen Karriere und. Die Kurse sind viel zu groß, man muss eigentlich immer weiter die nächste Klausur korrigieren. Also das sind alles Dinge, wo die Leute eigentlich ständig am Rotieren sind. Und in so einer Situation kann man es eigentlich auch niemandem verdenken, dass wir keine moderne Führungskultur haben, denn auch Vorgesetzte haben überhaupt keine Zeit, sich damit zu beschäftigen. Nicht nur haben die keinen Grund, weil sie es nicht müssen, sie haben auch keine Zeit. Sie haben das nie gelernt, die sind auch ständig am Limit und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das an anderen auslassen, natürlich auch wieder hoch. Also da muss einfach dringend was passieren hinsichtlich der Karrierewege. Ich bin immer dafür, dass man da mal so in Richtung eines großen einer großen Reform denkt, wie kann man diese Personalstruktur eigentlich besser gestalten, wie kann man die Mitbestimmung verbessern. Und wir brauchen aber natürlich auch eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung, aber auch eine transparente Finanzierung, denn gerade was im Bereich ZSL und QVM da gerade passiert, also Zukunftsvertragsmittel und Qualitätsverbesserungsmittel, da haben wir einerseits Kürzungen, andererseits kommt dann aber wieder irgendwas obendrauf, wo dann keiner vorher wusste, alle paar Monate gibt es einen neuen Sachstand, so kann auch niemand, der am Ende das Geld ausgeben muss, irgendwie planen. Also ich habe da das Gefühl, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus den Hochschulen da rede, die wissen eigentlich gar nicht, was da dann in 2 Monaten wieder der Sachstand ist. Also das ist auch ein Chaos, das man auch auf Landesebene mal in Angriff nehmen kann und beseitigen sollte, einfach
auch denen, die im Sinne ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden wollen, auch ein bisschen leichter zu machen. Ja, da lasse ich es vielleicht erstmal. Super, ganz herzlichen Dank. Ich habe mir jetzt schon ganz viele Punkte aufgeschrieben, zum einen für die Diskussion, zum anderen aber auch direkt ins politische Hausaufgabenheft. Dafür vielen Dank und wir machen jetzt, bevor es gleich in die Diskussion geht, noch weiter mit dem Input von Bernadette Stolle. Bernadette vertritt heute die GEW NRW. Ich hatte eben bei Gabi auch schon so ein bisschen das Problem, dass wir uns ja aus anderen Zusammenhängen kennen. Bei Gabi war es die Landespersonalrätekonferenz für den MTV-Bereich, also Mitarbeiterin in Technik und Verwaltung. Bernadette, wir kennen uns durch deine Tätigkeit bei der Landespersonalrätekonferenz wissenschaftlichen Beschäftigten. Ihr seid mit dieser Funktion richtigerweise kurz vor einer Wahl immer ein bisschen vorsichtig, deswegen jetzt eben mit deiner gewerkschaftlichen Funktion. Ich wollte das aber natürlich gerne in der Vorstellung einmal erwähnt haben, auch wenn wir die Rollen jetzt, glaube ich, klar haben. So, Bernadette, schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich auf deine Input. Ja, danke für die Einladung auch von meiner Seite. Ich gehöre zu denen, die seit fast 22 Jahren eine unbefristete Beschäftigung im wissenschaftlichen Bereich an einer Hochschule haben und bin damit eine echte Exotin. Das ist mir auch klar. Und gefreut hat mich insbesondere an dieser Veranstaltung, dieser Titel der Veranstaltung, Verantwortung übernehmen, gute Arbeitsbedingungen an den Hochschulen in NRW garantieren. Dann habe ich mich mal gefragt, das ist das, was ich in den letzten Jahren beobachtet habe, auch über einen Zeitraum von 18 Jahren als Personalratsmitglied und Vorsitzende, dass wir ganz oft die Situation haben, dass mit dem Finger auf die jeweils andere Partei gezeigt wird und dort gesagt wird, da ihr tragt die Verantwortung, die Hochschulen weisen auf die Politik auf die Hochschulen, dann geht es von Bund auf Land etc. pp. Aber es ist ganz wichtig, dass jeder Teil seinen Teil der Verantwortung zu tragen hat. Und ich kann derzeit nur sagen, diese Verantwortung wird derzeit überhaupt nicht wahrgenommen oder in ganz vielen Bereichen völlig unzureichend wahrgenommen. Und ich habe versucht, das jetzt mal, oder werde versuchen, das jetzt mal ein bisschen weiter aufzudröseln und zu gucken, wer trägt denn für was Verantwortung und an welchen Stellen muss diese Verantwortung tatsächlich auch mal wahrgenommen werden. Also aus meiner Sicht gibt es im Prinzip vier Verantwortungsebenen. Das erste ist die Ebene Bund, Bundesgesetzgeber, dazu gehört aber auch Bundesregierung und Bundesministerium. Die zweite Ebene sind die Hochschulen selbst. Die dritte Ebene ist die Ebene Land, also der Landesgesetzgeber, die Landesregierung, das Landesministerium. Und die vierte Ebene ist meines Erachtens die Ebene der öffentlichen Drittmittelgeber. Und da geht es um europäische, bundesdeutsche und auch um die Landesebene. So, fangen wir mal an mit dem Bundesgesetzgeber und mit der Bundesebene insgesamt. Da ist, glaube ich, der entscheidende Schritt, wir brauchen eine grundlegende Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Frau Eichhorn hatte da eben auch schon ein paar Dinge zu gesagt. Ein paar Schlaglichter. Für mich heißt das, dass es nur noch ermöglicht werden darf, Sachgrundbefristungen durchzuführen. Also, dass es ausschließlich möglich sein darf, aufgrund dieses Gesetzes zu befristen, weil es der wissenschaftlichen Qualifikation dient. Und wenn die Arbeitszeit nicht der wissenschaftlichen Qualifikation dient, darf ich damit auch nicht befristen, schlicht und ergreifend. Das heißt auch, dass in der ersten Phase tatsächlich nur Promotionen befristet werden aus diesem Befristungsportfolio. Und für die zweite Phase heißt das, es kann ausschließlich nur um Befristung geben, um im Anschluss eine Professur übernehmen zu können und nicht, um im Wissenschaftsmanagement aktiver zu werden, außerhalb der Wissenschaft irgendwie aktiver zu werden und sonst was. Und das heißt auch, wie in jeder anderen Qualifizierungsbefristung, die ich im normalen Arbeitsrecht auch habe, eben, dass ein Großteil der Arbeitszeit genau für diese Qualifikation zu nutzen ist. Angesprochen worden sind eben auch schon die klaren Verankerungen von Tenure-Optionen im Postdoc-Bereich. So, das wäre die Ebene Bund. Da ist, glaube ich, eine der größten Baustellen. Die Ebene Hochschule heißt,
dass die Hochschulen erstmal gucken müssen, welche Aufgaben übernehmen wir, welche Aufgaben haben wir dauerhaft und echte Dauerstellenkonzepte erstellen müssen und diese auch umsetzen müssen, inklusive von Personalentwicklungskonzepten. Also das Schlagwort lautet schlicht und ergreifend Dauerstellen für Daueraufgaben. Wenn die nicht identifiziert werden, diese Daueraufgaben, dann ist es schlecht und genau da liegt tatsächlich auch die Aufgabe der Hochschulen meines Erachtens. Kommen wir zur Landesebene. Hier finde ich, ist ein großes Thema die Rückführung der Beschäftigten in den Landesdienst. Warum? Das hört sich erstmal ziemlich komisch an. Zum einen haben wir derzeit einen, ich kann das nur als Wanderzirkus bezeichnen, von Beschäftigten, die von einer Hochschule zur anderen wandern und dort jeweils wiederum mit sachgrundloser Befristung aufgrund von Teilzeit- und Befristungsgesetz beschäftigt werden. Das gilt insbesondere für Lehrkräfte für Sonderaufgaben. Zweiter Grund für die Rückführung der Beschäftigten in den Landesdienst ist, dass wir auch wieder ein Bewusstsein brauchen in der Politik. Das, was in den Hochschulen passiert, ist Landespolitik und ist Erfüllung von Landesaufgabe. Und es ist, glaube ich, in vielen Bereichen der Politik überhaupt nicht mehr sichtbar, dass wir Beschäftigte des Landes sind. Zu sehen konnte man das jetzt beispielsweise, es läuft derzeit gerade ein umfassendes Gesetzgebungsverfahren, da geht es um die Attraktivitätssteigerung im öffentlichen Dienst. Oh, haben wir uns gefreut, das könnte ja auch mal für die Hochschulen gelten. Wer sich dieses ganze Gesetzeswerk anguckt, wird feststellen, es ist ein reines Gesetzeswerk, was nur auf den Beamtenbereich abzielt. 90% aller wissenschaftlich Beschäftigten sind aber keine Beamtinnen und Beamten, sondern sind Tarifbeschäftigte oder eben nicht mal Tarifbeschäftigte. Das heißt, wenn sich ein Land überlegt, Attraktivität zu steigern und dabei den ganzen Bereich der Hochschulen vergisst, hat das auch was damit zu tun, weil wir nicht mehr als Landesbeschäftigte wahrgenommen werden. Weiteres ist selbstverständlich direkt im Hochschulgesetz zu regeln. Warum haben wir immer noch eine Personalkategorie akademischer Oberrat oder akademischer Rat auf Zeit? Das ist eine Kategorie einer befristeten Beamtenstelle. Es gibt nicht nur das WissZeit-VG, was eine Befristung 6 Jahre plus 6 Jahre mit individuellen Verlängerungen möglich sein lässt, sondern darüber hinaus auch noch befristete Beamtenstellen, die offiziell auch nur auf Qualifizierung ausgerichtet sind. Aber man fragt sich, wohin sich die Leute denn noch qualifizieren sollen. Diese Stellen gehören dringendst abgeschafft. Des Weiteren haben wir weiterhin im Landesgesetz die Personalkategorie der wissenschaftlichen Hilfskraft. Wenn man sich das vor Augen führt, da werden Menschen mit Hochschulabschluss als Hilfskräfte eingesetzt. Die Leute haben einen Hochschulabschluss und diese Hilfskraftkonstruktion führt lediglich dazu, dass sie eben keine tarifliche Entlohnung erhalten und auch nicht den tariflichen Schutz, sondern sonderbehandelt werden als wissenschaftliche Hilfskräfte mit unterhälftigem Beschäftigungsumfang. Was kann man noch auf Landesebene machen? Verantwortung Land. Wir brauchen mehr professorale Stellen und wir brauchen mehr Stellen für akademische Räte und akademische Oberräte. Das sind die Beamtenstellen, die im Landeshaushalt ausgewiesen werden. Seit 2007 ist dieser Personalbestand weitgehend bis auf eine besondere Ausnahme für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften festgeschrieben worden. Und daran hat sich bis heute nichts geändert, obwohl die Hochschulen extrem angewachsen sind. Wer heute in den Haushalt des Landes guckt, wundert sich inzwischen, was da unter Personal zu finden ist. Es ist nicht mehr nachvollziehbar. Und letztlich, wenn weiterhin diese zusätzlichen professoralen Stellen fehlen und diese zusätzlichen Stellen für akademische Räte und Oberräte, heißt das auch, dass der Flaschenhals für den immer größer werdenden sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchs, Frau Eichhorn hatte da einiges gerade zu erzählt, dass der immer kleiner wird. Ich habe eine immer größere Menge von Menschen, die auf befristeten, prekären Beschäftigungsverhältnissen unterwegs ist und der Bereich, wohin sie sich entwickeln können, bleibt gleich, verändert sich nicht nach oben.
Was ist noch auf Landesebene wichtig? Und hier ist nicht nur der Gesetzgeber, also der Landtag, gefragt, sondern auch das Ministerium. Das sind die Kontrollfunktionen den Hochschulen auch gegenüber. Werden die unbefristeten Beamtenstellen tatsächlich unbefristet besetzt? Werden die Mittel des Zukunftsvertrags Schule und Lehre stärken zu einem hohen Anteil für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse verwandt oder nicht? Die Kontrollen werden meines Erachtens da derzeit auch nur unzureichend angewandt und umgesetzt. Vierte Ebene, die öffentlichen Drittmittelgeber. Das ist sowohl eben die europäische Ebene, der Bund und auch die Länder. Die öffentlichen Drittmittelgeber legen derzeit in der Regel fest, dass nur befristetes Personal über Drittmittel beschäftigt werden darf. Das steht in den Richtlinien, das steht in den Verträgen der Drittmittelgeber. Hier ist eine Veränderung dringend notwendig, denn es muss möglich sein, Beschäftigten unbefristete Arbeitsverträge zu geben und sie aus Drittmitteln heraus zu finanzieren. Das heißt, der Arbeitgeber, Hochschule, muss das Risiko übernehmen, wenn dann mal ein Drittmittel nicht kommt, monatsweise oder auch mal ein halbes Jahr zwischenzufinanzieren. Aber das kann nicht ständig, es kann nicht ständig so sein, dass das Arbeitgeberrisiko durch die Arbeitnehmerseite zu tragen ist. Und das ist ein großes Problem, was eben nicht mal gesetzlich festgelegt ist, sondern wirklich in diesen Verträgen, die die Drittmittelgeber rausgeben. Zweites großes Thema, auch Drittmittelbereich. Es ist nicht einzusehen, warum Promotionsstellen als Stipendien ausgeschrieben werden. Promotionsstellen, die aus staatlichem Geld finanziert werden, sollten ausschließlich Dienst- bzw. Arbeitsverträge in Dienst- und Arbeitsverträgen enden. Und noch skurriler wird es, wenn ich mir angucke, dass auch die Universitäten selbst Stipendien bilden und Geld für Stipendien ausschütten. Für die Beschäftigten selbst ist das, die ja keine Beschäftigten sind, aber genauso an den Hochschulen arbeiten wie alle anderen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist nur von Nachteil, dieses Stipendiensystem, insbesondere was die Stufenlaufzeiten in den Tarifverträgen betrifft, aber auch was die soziale Absicherung betrifft. Denn als Stipendiennehmerin, als Stipendiennehmer ist man ja anschließend nicht arbeitslos, hat also auch keine Arbeitslosenversicherung und sonstige Sozialversicherungen fehlen da auch völlig. Auch da gehört es, da braucht es eine grundsätzliche Änderung. So viel bis hierher und ich glaube, das reicht auch erstmal für den Diskussionseinstieg. Super, Dankeschön. Wunderbar, vielen Dank an Bernadette und Frau Eichhorn und jetzt geht es erstmal in die Möglichkeit für euch alle, die ihr hier seid, Nachfragen zu stellen natürlich. Wir machen das jetzt, dass wir, dass ich jetzt gleich noch einmal nochmal zwei Nachfragen stellen werde und dann schalten wir auch Gabi und Julia wieder dazu, dass ihr auch Fragen an alle Teilnehmenden richten könnt. Das könnt ihr entweder über den Chat machen oder auch über die Meldungsfunktion, ganz wie ihr das möchtet. Genau. So, das vielleicht zum Organisatorischen. Ich würde jetzt Christian Eichhorn einmal die Nachfrage nochmal, weil wir haben jetzt schon über, das fand ich auch gut, dass es auch klar gesagt haben, es geht nicht mehr um diese ganzen Selbstverpflichtungen und um viele schöne Worte, sondern es geht tatsächlich auch um strukturelle Veränderungen. Da würde ich sehr gerne nochmal sprechen über die ganze Thematik der Struktur von Karrierewegen. Also wir haben immer so das Schlagwort Karrierewege jenseits der Professur oder auch Zugänge zu Professuren. Was muss sich da aus Ihrer Sicht strukturell wirklich tun, auch über die verschiedenen Ebenen so ein bisschen sortiert? Wo muss da unsere Prioritäten liegen? Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Ne? Bernhard Scholler hatte jetzt Tenure Track nochmal angesprochen. Das ist halt ein Weg. Aber was wir
im Moment haben, so ein Problem auch, ist, dass wir alle diese Wege irgendwie gleichzeitig haben. Also wir haben die Idee des Tenure-Track im Raum, gleichzeitig haben wir aber die Idee der unbefristeten Mitarbeiterstelle. Das sind dann meistens Stellen, auf denen ganz, ganz viel Lehre gemacht werden muss und keine Forschung mehr stattfindet. Dann gibt es aber immer noch irgendwie so Assistenzstellen, die es eigentlich nicht mehr wirklich gibt, aber in der Praxis natürlich gibt es diesen Typ noch. Dann gibt es irgendwelche Stipendien, auf denen man weiterqualifiziert und so weiter. Also ich glaube, man muss mal Ordnung da reinbringen. Man muss sich mal für einen Weg entscheiden, weil es ist nämlich das Problem, wenn das zu viele Möglichkeiten gibt, dann müssen diejenigen, die irgendwie weiterkommen wollen, alle diese Möglichkeiten bedienen. Das heißt, sie müssen sich habilitieren, auch wenn sie vielleicht am Ende eine Juniorprofessur kriegen und keine Habilitation brauchen, weil sie ja nicht wissen, ob sie eine Juniorprofessur kriegen oder vielleicht eine Stelle, wo sie die Habil brauchen. Ja? Und sie müssen, Drittmittel einwerben, obwohl sie vielleicht am Ende eine Stelle kriegen, wo sie nur lehren, wo das egal gewesen wäre. Das heißt, alle machen alles. Und das ist ein Problem. Es muss also irgendwie eine Personalentwicklungskonzept oder ein Plan da erstellt werden, der es ermöglicht, sich für einen Weg zu entscheiden und da auch eine Garantie zu haben, wenn ich diese Punkte erfülle, dann komme ich auch irgendwo hin und nicht, da hättest du mal lieber das machen sollen oder vielleicht das noch und dann hätte der Weg noch funktioniert und so weiter. Also ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass ich weiß, welcher Weg der richtige ist. Also ich habe da sicher Präferenzen, aber darüber kann man diskutieren. Ich glaube nur, man muss was entscheiden und da muss man den Weg auch durchziehen. Das ist zwar manchmal unpopulär, aber ich glaube, anders wird es nichts, weil sonst haben wir nur Wildwuchs und alle sind total orientierungslos. Ja, vielen Dank. Und Bernadette, dir würde ich gerne nochmal die Frage stellen. Du hattest vorhin dieses Stichwort Verantwortung ja aufgenommen und auch dieses teilweise Gegeneinander der verschiedenen Statusgruppen. Das fand ich einen sehr, sehr interessanten und wichtigen Gedanken. Da würde ich natürlich gerne die Frage anschließen, was können wir denn, also ich meine, das kann man politisch nicht verordnen, das ist schon klar, aber wie kann denn ein Miteinander an den Hochschulen aussehen, wo man sich wirklich untereinander auch unterstützt und auch über die verschiedenen Statusgruppen miteinander vorankommt? Also du meinst jetzt das, was Gabi Schulte eben auch angesprochen hatte, im Prinzip die Wertschätzung des jeweils anderen. Da geht es um Bewusstseinmachung. Also das, was Gabi eben auch gesagt hat. Also die Hochschule funktioniert nicht als Lern- und Lehrort und als Forschungsstätte, wenn der Bereich Technik und Verwaltung nicht funktioniert. Wenn der Bereich Beschaffung nicht funktioniert, wenn die Ausschreibungen nicht stattfinden, etc., also die Ausschreibung für irgendwelche technischen Dinge etc. pp. Wenn es keine vernünftige Personalverwaltung gibt und ich mein Geld am Ende des Monats nicht kriege. Also das ist natürlich richtig, dass man das innerhalb der Hochschule tatsächlich auch besser kommunizieren muss und kommunizieren sollte. Was wir aber auch brauchen, ist tatsächlich, und jetzt beziehe ich mich auf den Wissenschaftsbereich, tatsächlich mehr Ausbau von Führungsqualitäten. Also wenn ich über Personalentwicklung spreche und sage, wir brauchen das auch im wissenschaftlichen Bereich, Gabi hatte das für den Bereich Technik und Verwaltung auch schon gesagt, bei uns heißt es in erster Linie auch, das ist ein Führungskulturproblem, was Frau Eichhorn ja eben auch schon angesprochen hatte. Also Professorinnen und Professoren sind nicht per se gute Vorgesetzte. Die müssen das auch lernen und man muss ihnen die Chance geben, das auch lernen zu können. Wir müssen weg von hohen Hierarchien. Ich komme ja selber von der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Bei uns ist das alles ein bisschen flacher. Ich weiß aber sehr wohl an den Universitäten, gerade in bestimmten Fächern, also besonders schwierig ist es zum Beispiel in der Medizin. Da wird Hierarchie noch sehr, sehr gelebt und da gibt es noch so Begriffe wie Magnifizienz und sonst was, um seinen Rektor und seine Rektorin anzusprechen. Da steckt immer noch viel Muff drin unter den Talaren aus den 1000 Jahren und der ist noch lange nicht weg.
Und manchmal braucht es da eine gewisse Erdung und das heißt auch mehr demokratische Strukturen, mehr Beteiligung in den Gremien und mehr Möglichkeiten, da auch Dinge mitzugestalten, mitzusprechen. Nicht nur bezogen eben auf Studierende, die das ja auch immer einfordern, sondern auch bezogen auf die wissenschaftlich Beschäftigten, auf die Beschäftigten Technik und Verwaltung. Dann würde ich die Frage tatsächlich oder diesen Punkt, der hängt ja eng mit der Frage Führung, Frau Eichhorn, den Sie auch angesprochen hatten, zusammen, nochmal aufrufen und nochmal weitergeben an Sie. Also wie schaffen wir das? Machen wir jetzt irgendwie Führungsfortbildung in der Habilitationsphase oder sowas, wo man ja auch durchaus dran denken könnte? Oder was sind da noch mögliche andere Formen? Weil es geht ja letzten Endes schafft man ja Kulturwandel auch eben dadurch, dass man eben Führung besser gestaltet. Also ja, also man kann natürlich sagen, man macht das während der Habilitationsphase, aber dann ist eben das Risiko gegeben, dass es irgendwie noch on top kommt, ne? Wie irgendwie so ein Lehrzertifikat, das man noch machen muss. Besser würde ich es tatsächlich finden, wenn wir den Leuten Zeit geben würden, in ihrem Job als Professorin, Professor, Führungskraft, wie auch immer, anzukommen. Also nicht von Anfang an, jetzt von heute auf morgen hast du alle Rechte und alle Pflichten und alle Aufgaben und dann sieh zu, wie du fertig wirst. Sondern es wäre vielleicht sinnvoll, da irgendwie in dem ersten Jahr oder so irgendwie die Aufgaben zu reduzieren, noch weniger Lehrdeputat zu machen oder keine Ahnung, dass die Leute erstmal irgendwie reinkommen, dann in dieser Phase sich weiterbilden und dann eben aber auch vielleicht ein Mentoring-Programm oder irgendwas haben, sodass sie auch jemanden haben, der sie da durchführt, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Denn letzten Endes, ich kann so viele Kurse besuchen, wie ich will. Am Ende ist das Entscheidende, wie gehe ich mit einer konkreten Einzelsituation um? Und die ist immer anders als das, was ich in so einem Workshop gehabt habe. Ich brauche dann jemanden, wo ich sagen kann, den kann ich mal fragen oder dann kann ich das nachbesprechen und sagen, ja, habe ich mich da richtig verhalten oder nicht? Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, auch die Vorgesetzten wissen auch zu wenig über die Rechtslage, das haben wir ja schon gesagt, ne? Weil die wissen auch oft gar nicht, was sie eigentlich machen dürfen, welche Stellen sie eigentlich haben können und so weiter. Also da muss viel mehr passieren, dass die an diese Informationen rankommen, aber sie müssen gleichzeitig auch Zeit dazu haben und wenn die eben mit allem zugeschüttet werden an Aufgaben, dann wird das nicht passieren, sondern die werden einfach erst mal gucken, dass sie irgendwie überleben. Und das, also da muss man auch wirklich die Aufgabenprofile nochmal neu strukturieren. Sehr schön, vielen Dank. Dann würde ich jetzt sagen, dass wir zunächst mal unser komplettes Panel jetzt wieder sichtbar schalten, sichtbar machen und wirklich nochmal in die Runde die freundliche Bitte, dass ihr euch mit Fragen gerne beteiligen dürft. Die Frage, die über den Chat, es ist über den Chat die Frage gekommen, warum betrachten ProfessorInnen immer noch den Vorlesungsstoff als ihr geistiges Eigentum? Im digitalen Zeitalter sollte der Lernstoff im Netz präsent sein. Das ist ein Thema, was viele WissenschaftlerInnen sehr beschäftigt, was auch uns durchaus beschäftigt, die ganze Frage um Access und so weiter. Aber es ist natürlich jetzt nicht so richtig Kerngegenstand unserer heutigen Diskussion. Es sei denn, es möchte jetzt gerne jemand dazu etwas sagen, dann natürlich gerne, aber grundsätzlich das Thema ist bei uns durchaus präsent, aber halt nicht heute eigentlich. Okay. Das vielleicht als Hinweis dazu. Ansonsten dürft ihr natürlich alles hier reinbringen, was ihr möchtet. Ich würde vielleicht das Thema nochmal aufgreifen, weil das ist jetzt auch in mehreren Inputs vorgekommen. Die ganze Frage der demokratischen Vertretung an den Hochschulen. Also wir sagen immer, ja, eigentlich müssten alle Statusgruppen gemeinsam mit einer Stimme sprechen, aber die tatsächlichen Mitbestimmungsmöglichkeiten sind ja doch sehr unterschiedlich. Das heißt also, es geht um eine Repräsentation in den Gremien, es geht aber auch, was natürlich vor allem unsere Personalvertreterinnen kennen, um die ganzen personalvertretungsrechtlichen Fragen. Also vielleicht dieses Stichwort, das Stichwort der demokratischen Vertretung in seinen Facetten. Das würde ich schon gerne nochmal in die Runde geben, weil ich es auch wichtig finde für das Zusammenleben, Zusammenarbeiten in der Hochschulgemeinschaft.
Wer mag anfangen? Wer zuerst? Vielleicht Gabi. Genau, du zuckst nämlich schon. Habe ich genau gesehen. Ich zuck genau. Ja, weil ich dauernd, ich stimme dem absolut zu. Das ist jetzt schlecht. So. Das, was ich als Problem erlebt habe in meiner aktiven Zeit an der Hochschule, ist, dass man, wenn man zum Beispiel im Senat mitarbeiten will oder in Kommissionen mitarbeiten will, als MTVler, und man will dies ernsthaft und engagiert betreiben, dann macht man das nicht mal so eben nebenbei. Also die Frage ist, welche Möglichkeiten von prozentualen Befreiungen für irgendetwas es dazu gibt. Das wäre sicherlich etwas, worüber man diskutieren müsste. Also ich habe eine Kollegin, die auch jetzt noch im Senat ist und die sagt, ich kann nicht beides, entweder mache ich PR oder ich mache Senat, weil es viel zu viel. Ich muss meinen Job auch noch machen, das geht nicht. Und so reduziert sich sozusagen das Interesse auch der MTVler an so einer Gremienarbeit, was schade ist, was nicht richtig ist. Ja? Oder ich erinnere mich an die Gesamtdebatte zum Thema prozentuale Verteilung der Sitze und in den Senaten und wie die Hochschulen das in ihren Grundordnungen mit teilweise wirklich abstrusen Rechenmodellen versucht haben zu konterkarieren. Das schafft auch nicht gerade Vertrauen. Ja, aber ich glaube wirklich auch im MTV-Bereich ist es zunehmend schwierig, Menschen zu finden, die sich aufgrund der Rahmenbedingungen jetzt auch bereit erklären, das zu machen, was ich äußerst bedauere. Ja, das mit den Rechenmodellen, das ist so ein schönes Stichwort. Ich kenne das immer, wenn wir mit Hochschulleitungen über Parität im Senat beispielsweise diskutieren, und dann wird uns immer vorgeklagt, dass man ja im Moment schon Stimmgewichte unterschiedlich, und da müsste man ständig rechnen, und dann sind wir immer ganz überrascht, dass ich sage, dass das beispielsweise im Bundesrat ständig passiert und dass darunter selbst das Ego der Bayern noch nicht gelitten hat. Aber gut, anderes Thema. Vertretungsrechte. Bernadette, vielleicht machst du weiter. Ja, also die Idee Viertelparität im Senat wird bei uns an der Fachhochschule Südwestfalen tatsächlich gelebt. Wir haben eine Viertelparität im Senat. Ein Ergebnis ist allerdings auch, dass der Senat immer unwichtiger genommen wird innerhalb der Hochschule, weil das ist ja nur das Gremium, wo irgendwie die Unwichtigen vor allen Dingen drin sitzen. Viel wichtiger geworden ist, seitdem auch insbesondere seitdem wir diese viertelparitätische Besetzung haben, ist die sogenannte Fachbereichskonferenz. Das ist ein Gremium, das steht im Hochschulgesetz drin. Das hat offiziell überhaupt keine Entscheidungsbefugnisse. De facto entscheidet es aber ganz viel. Das ist also die Zusammensetzung des Rektorats zusammen mit den Dekanen und Dekaninnen. Und das ist die eigentliche Machtzentrale der Hochschule. Da ist ein viertelparitätisch besetzter Senat. Daneben wird in vielen Fällen kaum noch wahrgenommen, kann ich aus eigener Perspektive so sagen. Wo es auch fehlt an demokratischen Strukturen, ist im Bereich des Hochschulrats. Um das mal ganz klar zu sagen, auch da sind ja honorige Menschen drin, aber in der Regel eben auch keine Vertreterinnen und Vertreter der wissenschaftlich Beschäftigten und der Beschäftigten aus Technik und Verwaltung sowieso nicht, noch weniger. in die Bereiche reinzukommen, ist völlig schwierig, und dort finden sich auch wenige Arbeitnehmerinnen und Vertreterinnen und Arbeitnehmervertreter aus dem Bereich der Gewerkschaften. Da gibt es ein paar, aber lange nicht an jeder Hochschule, sondern die kann man auch an zwei Händen abzählen in Nordrhein-Westfalen. Ja, vielleicht kann ich an der Stelle kurz einhaken, also dass der paritätische Senat den Senat irgendwie so irrelevant macht, das ist auch kein Selbstläufer, sondern das habe ich in Paderborn so nicht erlebt. Das heißt, das ist eine Frage, wie wird das vor Ort gelebt, wie wird es umgesetzt? Und da sind wir wieder beim Punkt der Kultur, die da gelebt wird, ne? Und ich glaube, das Entscheidende ist, irgendwie diese Kultur zu verändern. Und das sind natürlich dann so Sachen, die auf Fakultäts- und Institutsebene, Department-Ebene, je nachdem, wie das da heißt, ne, die da entschieden werden müssen.
unterstützen, dass man einfach mal irgendwie eine Situation schafft, wo man diese anderen Leute, die nicht professoral sind, irgendwie ernst nehmen muss. Und wenn da eine Haltung halt drin ist, dass man die nicht ernst nimmt, dann versucht man natürlich irgendwie um die rumzuarbeiten, wo man das irgendwie kann. Wenn man aber natürlich davon ausgeht, dass man ein Kollegium ist und zusammenarbeitet, dann macht man das halt nicht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man da irgendwie mehr in diese Richtung darauf hinarbeitet. Vielen Dank, Julia. Wir haben vorhin ja den Bereich der SHK-Vertretungen schon auch angesprochen und das ist ja sicherlich auch eine Frage, die auch dann in der nächsten Legislatur, wenn sich hier wieder was in Nordrhein-Westfalen verändern kann, mit einer Rolle spielen kann. Die Frage fände ich jetzt trotzdem nochmal relevant. Was sind auch Entwicklungsperspektiven aus dem SHK-Bereich, wo du nochmal sagen würdest, da müssen wir auf jeden Fall auch darauf achten in der Zukunft, jenseits dieser Vertretungsfrage der Repräsentanz? Ja, ich meine, Bernadette hat es ja eben nochmal ganz deutlich gemacht, dass wir in unserem Landesgesetz, im Hochschulgesetz auch das Problem haben, dass da einfach so viele unterschiedliche Beschäftigtenkategorien auftauchen. Und es gäbe natürlich die Möglichkeit, wenn man diese Kategorie der Hilfskräfte entfernen würde, also wenn sie so nicht mehr auftauchen würde in dem Hochschulgesetz, dann wären alle die studentischen Beschäftigten automatisch müssten die unter den Tarifvertrag, unter den TVL gefasst werden. Und damit würden wir sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir bräuchten nicht mehr über das Thema TV-Stud sprechen und wir bräuchten auch nicht gesonderte SHK-Räte, damit die Beschäftigten angemessen vertreten wären, sondern das würde dann unter dem TVL laufen und das würde dann natürlich auch über den wissenschaftlichen Personalrat laufen. Also das wäre schon eine Entwicklungsmöglichkeit, die es dort gäbe. Ansonsten kann es eigentlich nur darum gehen, sozusagen die SHK-Räte, so wie wir sie jetzt haben, einfach zu stärken, wieder verbindlich zu machen, besser auszustatten und ihnen tatsächlich ja, die Möglichkeit der Interessensvertretung überhaupt erstmal zu geben. Es sah so aus, Gabi, als wärst du nicht einverstanden. Nee, ich habe einfach Bedenken des Themas, was ich vorhin angesprochen habe. Der TVL, der wird nicht besser, der ist nicht besser geworden. Und ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung wäre. Vielleicht wäre es sie, das könnt ihr besser beurteilen als ich. Aber ob man nicht doch wirklich erstmal darüber nachdenken müsste, ob das von Vorteil ist für die studentischen Hilfskräfte. Also, dass sie einen Tarifvertrag brauchen, da sind wir alle d'accord, ne? Also da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Aber ob eine Einsortierung in den TVL ein finanzieller Gewinn für die studentischen Hilfskräfte wäre zurzeit, ich habe Zweifel, aber müsste man prüfen. Also ich denke auf jeden Fall, wenn ich gerade da reingrätschen darf, für die Hilfskräfte, die einen Abschluss haben, also Bachelor und aufwärts, also die wissenschaftlichen Hilfskräfte, diese Kategorie gehört tatsächlich rausgeschmissen aus dem Landeshochschulgesetz. Das sind eben Leute mit Hochschulabschluss und da gibt es überhaupt keinen Grund, warum man die nicht tariflich beschäftigen sollte. Das betrifft die eben mit Bachelor, das betrifft die mit Master, mit Staatsexamen etc. pp. Also wer einen Hochschulabschluss hat, dass der immer noch außerhalb des Tarifs bezahlt wird, ist im Prinzip ein Unding. Bei den studentischen Hilfskräften gibt es das Problem, was Gabi tatsächlich angesprochen hat. Also wenn jemand überhaupt noch keinen Abschluss hat, aber ja was kann, weil er ja studiert, ist das schlecht abbildbar in der derzeitigen Entgeltordnung des TVL. Aber ich denke, es wären durchaus Möglichkeiten da, denn es geht da um die Tätigkeitsbewertung. Und wir haben ja durchaus Bereiche, wo es in den letzten Jahren ein Umswitchen gab aus dem Bereich der studentischen Hilfskräfte, die nämlich rechtswidrig beschäftigt worden sind in Bibliotheken, beim Webauftritt der Hochschulen, Webauftritt von Fachbereichen oder sonstige Verwaltungsaufgaben miterledigt haben, dann hat man halt geguckt, ja, was müssen wir denn tatsächlich machen? Und da sind ja auch Eingruppierungen von E5 oder so teilweise bei rausgekommen, nicht in jedem Fall.
Aber das jetzige TVL-System hat tatsächlich da Grenzen, weil es sehr abschlussbezogen ist. Und die haben einfach formal noch keinen Abschluss an der Stelle. Aber es ist lösbar. Direkt dazu. Es ist lösbar, finde ich. Nein, die Idee rührt natürlich daher, dass wenn man sich einmal die bisherige landesweite Vergütung anguckt von den SAK, haben wir leider an den meisten Standorten eh noch eine Bezahlung, die sich immer ja grob an den Mindestlohn orientiert. Ne? Und diese Grenze, die würde ja sozusagen bestehen bleiben. Natürlich gibt es Standorte, die bezahlen etwas besser, aber der Großteil orientiert sich halt am Mindestlohn. Das heißt, da viel weniger, viel schlechter wäre da sozusagen gar nicht möglich. Und es ist natürlich so, dass ich glaube, es wird unglaublich schwer in NRW diesen TV-Stutt wirklich durchzusetzen. Also das wirklich, also bis wir das auf die Füße bekommen haben, das wird dauern. Und also ich glaube, es wird unglaublich schwer. Und dann wäre natürlich eine Einführung in einen bestehenden Tarifvertrag nicht unbedingt leichter, aber vielleicht schneller. Gabi, gerne auch noch dazu. Klar. Ich wollte das noch mal kurz aufgreifen, weil die Julia gerade auch gesagt hat, wie unterschiedlich die Bezahlung der studentischen Hilfskräfte ist. Das hängt ein Stück weit auch damit zusammen, was Bernadette vorhin gesagt hat, zurück in den Landesdienst. Ja, also wo die Frage ist, wird es dann garantiert. Aber seitdem die Hochschulen selbstständige Einrichtungen sind, ich glaube, es wird aufgenommen. Ich muss mich ein bisschen mäßigen. Aber macht jedes Henneskamp, was es will. Also die einen machen es gut, die anderen machen es schlechter, aber die Frage dieser Standards, die ja versucht wurde, mit dem Vertrag gute Beschäftigungsbedingungen festzuhalten, das halte ich für einen elementaren Punkt, den man diskutieren muss. Standards zu setzen für bestimmte Themen. Also ich will mal sagen, das, was meine Leute auch diskutieren und was die belastet, ist gleiche Arbeit und gleicher Lohn. Ja? Also wir haben ja Situationen, ich nehme das Beispiel Architekt, der wird an der einen Hochschule, wird der Bauleiter und Architekt mit 13 bezahlt und an der anderen Hochschule mit EG 11. So. Man kriegt das untereinander mit, das schafft Frustration. Also das heißt, es gibt auch bei der Bewertung von Aufgaben, wenn man jetzt die studentischen Hilfskräfte wieder als Beispiel nimmt, klafft das auseinander. Wie kriegt man da ein bisschen mehr Grund rein? Das wäre auch nochmal ein Punkt, wo Politik wahrscheinlich wirklich nur diskutieren kann und immer wieder sozusagen auf die Hochschulleitungen versuchen kann, Einfluss zu nehmen, weil ja die Rechtslage so ist, wie sie ist. Aber es schafft Unmut, ich glaube, in allen Statusgruppen. Also unlängst hat mir zum Beispiel jemand erzählt, das würde jetzt sozusagen auf die HAWs und die Professoren auch oder Professorsternchen innen auch zutreffen, dass es Schwierigkeiten gibt für die Bezahlung in Nordrhein-Westfalen, für die W3-Bezahlung, für die W3-Besoldung, muss ich ja sagen, überhaupt noch Interessenten im Professorinnenbereich zu bekommen, weil die dafür nicht mehr kommen. Also auch da gibt es ein ziemliches Ungleichgewicht und halte ich für problematisch. Okay, vielen Dank. Auch vielen Dank, dass ihr jetzt nochmal auch so diese Diskussion unter euch auch nochmal ein bisschen vorangepusht habt, weil es ist, das wissen glaube ich alle, auch mit diesen ganzen Strukturfragen und wer gehört wo rein, was gilt dann gerade für wen und so weiter. Ich fand den Hinweis, da muss man mal Ordnung reinbringen, ehrlich gesagt, sehr, sehr hilfreich, auch wenn das vermutlich eher ein Generationenprojekt ist. Aber gut, wir sind ja dafür da, große Aufgaben gemeinsam anzugehen und ich würde jetzt gerne langsam in so eine Schlussrunde mal gehen, weil wir haben, es ist eine Veranstaltung der Fraktion, das heißt, es ist keine Wahlkampfveranstaltung, aber wir haben, glaube ich, jetzt auch eine ganze Menge Punkte einfach gesehen, wo in den letzten Jahren zu wenig passiert ist, das Falsche passiert ist, die Entwicklungen in eine falsche Richtung gegangen sind und jetzt ist zufälligerweise am 15. Mai Landtagswahl und ich würde gerne einfach mal eine Runde machen. Jetzt kommt nicht die gute Fee, sondern einfach ein Regierungswechsel. Und ihr habt drei Wünsche frei, was wir anders machen. Was wären diese drei Wünsche? Vielleicht beginnend mit Julia.
Jetzt muss ich gucken, dass ich mich auf 3 beschränke. Das ist natürlich nicht, also natürlich wäre das oberste Ziel, ich gucke jetzt nur auf die studentischen Beschäftigten, das ist ja sozusagen meine Blickrichtung heute. Eine tarifvertragliche Regelung für studentische Beschäftigte, eine Personalvertretung für studentische Beschäftigte und daran anschließend planbare Karrierewege für studentische Beschäftigte, die eine wissenschaftliche Karriere ins Auge fassen wollen. Das vielleicht ganz kurz und knapp. Wenn es so kurz ist und so kompakt, dann dürfen es auch 4 Wünsche sein. Also wenn du noch einen 4. dazu hast, sehr gerne. Nee, ich glaube, damit habe ich es erstmal sonst, ja. Okay, cool, vielen Dank. Bernadette. Ja, ich mache das mal auch ganz fix. Also wir brauchen planbare Karrierewege, mehr unbefristete Beschäftigung, also Dauerstellen für Daueraufgaben und zurück in den Landesdienst. Okay, vielen Dank. Gabi, dein Wunschzettel? Also zurück in den Landesdienst wäre wahrscheinlich ein wirklich super Wunsch, aber ich bin da eher die Skeptikerin, aber darf man sich wünschen auf jeden Fall. Eine wirkliche Steuerung durchs MKW, eine wirkliche Rechtsaufsicht durchs MKW oder durch was auch immer, wie es heißt, MIFT oder wie auch immer zukünftig es sich nennen wird. Und in der Tat wirklich eine Öffnung für die Probleme der Arbeitnehmerschaft insgesamt. Also nicht MTV, ich spreche für alle. Ja, ich spreche für die wissenschaftlichen Beschäftigten genauso. Ein Zugang, ein Jour fix mit den Vertretern der Politik, also nicht mit euch auch, natürlich klar, aber da brauche ich mir nicht wünschen, das glaube ich wäre realisiert, aber mit dem zuständigen Ministerium. Und dann eben die Möglichkeit, dort über Standards zu sprechen, den Vertrag weiterzuentwickeln. Mir liegt das Thema Gesundheitsmanagement am Herzen. Da sagen die Hochschulen alles super geil. Ich glaube das nicht. Genauso wie mit dem Thema Personalentwicklung, Führungskräfteentwicklung im Wissenschaftsbereich. Alles das sind Themen, die wir gerne als Gewerkschaft, aber auch als Arbeitnehmervertreter mit dem zuständigen Ressort diskutieren würden. Waren jetzt wirklich nur 3 Wünsche. Ich habe ein bisschen viel drumherum gelabert, aber es waren 3 Wünsche. Prima, vielen Dank. Und dann jetzt Christine Eichhorn. Ja, da kann ich mich, glaube ich, ganz gut auch gleich anschließen. Also tatsächlich auch ein ernsthaftes Interesse und auch ein Interesse an ja den langweiligen Themen. Ja, also dass man wirklich den Normalbetrieb sichert und das Studium wirklich verbessert und nicht nur guckt, was kann ich denn jetzt wieder für ein Projekt machen, dass ich eine schöne Pressemitteilung mache und dann sieht das wieder gut aus. Ja, oder ne, man kommt mal vorbei als Minister und macht da eine Pressekonferenz und so weiter. Also wirklich sich um die Bedürfnisse der Leute vor Ort, und das sind die Studierenden, das sind die Mitarbeiter, das sind eben alle, die da bearbeiten, sich dafür zu interessieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste und auch der größte Wunsch, den ich da hätte. Der zweite, das habe ich vorhin schon gesagt, ne, auskömmliche, verlässliche und transparente Finanzierung, ganz wichtig. Und dann würde ich natürlich auch den Punkt der planbaren Karrierewege nochmal stark machen und auch da bitte Ordnung reinbringen. Das ist auch ganz wichtig, damit das auch funktioniert und die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie in die Wissenschaft gehen. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte insbesondere auf den ersten Wunsch, nämlich, dass sich jemand für Wissenschaftspolitik und das, was an den Hochschulen passiert, dann auch tatsächlich interessiert, gerne nochmal eingehen, weil das war wirklich etwas, was mich ganz am Anfang dieser Legislatur maßlos geärgert hat, als die zuständige Ministerin in einem ihrer ersten Interviews, ich glaube sogar wirklich in dem ersten großen Interview, sagte, ich bin ja eine Frau der Kultur und Wissenschaft habe ich dann ja auch Staatssekretäre, die sich darum kümmern. Also es ist völlig klar, dass natürlich alle Menschen, die Leitungsfunktionen in Ministerien haben, nicht jedes Detailthema, sagen wir mal, mit der gleichen Energie betreiben. Aber dass man sich direkt von einem seiner Hauptthemen so distanziert, das hat mich schon irgendwie geärgert. Und da kann ich auch sagen, das wird definitiv
anders werden. Es ist im Chat einmal nachgefragt worden, ob die Grünen, was die Grünen durchsetzen werden in einer neuen Regierung. Es wird natürlich, wir haben, glaube ich, ein sehr schönes Programm gefunden. Wir werden uns da sehr stark machen dafür, dass das alles in einen möglichen Koalitionsvertrag kommt. Und dafür müssen wir halt stark sein. Und Wahlkampf wollte ich hier nicht machen, aber natürlich der Hinweis, dass es arithmetisch auch, dass die politische Mehrheit auch immer eine arithmetische Mehrheit sein muss, der sei mir an der Stelle dann doch gestattet. Und dann werden wir sicherlich zu einer Politik kommen, wo wir diesen ja auch durchaus berechtigten Anspruch von Hochschulen, autonom und frei arbeiten zu können, mit einer vernünftigen Steuerung wieder in Einklang bringen können, dass das wieder vernünftig funktioniert. Und das ist, glaube ich, schon der grüne Anspruch, den man an dieser Stelle auch zum Abschluss und auch im Lichte unserer heutigen Diskussion nochmal formulieren kann. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die dabei waren, zugehört haben, bei unseren Gästen, unseren Referentinnen, Christine Eichhorn, Bernadette Stölle, Gabi Schulte und Julia Löhr. Und auch nochmal bei meinen beiden Mitarbeitern, die das heute möglich gemacht haben, dass wir uns zu diesem Webinar zusammengefunden haben. Und ich freue mich einfach sehr darauf, dass wir in den nächsten Monaten gemeinsam an diesen Themen noch weiter arbeiten werden und dafür und auch dafür, dass es in der Vergangenheit ja an vielen Stellen auch schon geklappt hat, auch mal an dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank. Und jetzt wünsche ich euch allen einen schönen Freitagnachmittag und danach hoffentlich ein schönes Wochenende. Alles Gute und bleibt gesund. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss an alle.